herzlich willkommen zu einer neuen Folge RecoPlay. Wir schauen uns heute mal zusammen ein Spiel für den Game Boy Advance nochmal an. Heute geht es um Iridion 3D. Ein Shoot'em'up oder ein Rail-Shooter aus dem Jahr 2001 und auch ein Launch-Titel für den Game Boy Advance gewesen damals. Das Spiel entwickelt hat die Firma Shinen. Hier hinten stehen sie auch drauf. Die gibt es seit 1999. Das ist eine deutsche Entwicklungsfirma mit Sitz in München, genauer gesagt in einem Münchner Wohngebiet sogar. Das ist auch eine ganz kleine Firma nur. Die haben gerade mal so 3 bis 5 Mitarbeiter und die kennen sich wohl alle noch aus der damaligen Amiga-Demo-Szene-Zeit. Und der Firmenname Shinen ist die japanische Übersetzung quasi des damaligen Gruppennamens, den sie als Amiga-Demo-Szene-Coder noch hatten. Die genaue Bezeichnung konnte ich jetzt nicht rausfinden, denn wie bei so vielen japanischen Begriffen hat auch der Begriff Shinen viel Bedeutung, also viele Bedeutungen besser gesagt. Und ja, wie gesagt, da konnte ich jetzt nicht genau rausfinden, welcher da zutreffend ist. Der eine Geschäftsführer, der Manfred Linzner, der hat hier auch die Hauptprogrammierung von dem Spiel gemacht und auch die Musik und die Soundeffekte. Der hat 1999 einen Auftrag bekommen, Musik für ein Gameboy-Spiel zu machen. Das war so die Initialzündung quasi, um die Firma dann zu starten. Und dadurch kam auch gleich mit die Lizenz an Bord, um Nintendo-Spiele herstellen zu können oder für Nintendo erstmal zu arbeiten. Und die haben insgesamt wohl über 200 Musiken für Handheld-Spiele gemacht, also echt eine jede Menge. Sind ansonsten auf jeden Fall, wie gesagt, Nintendo lizenziert und sind zwar Third-Party-Entwickler, aber arbeiten hauptsächlich für Nintendo. Also sie haben schon für Game Boy Color, für Game Boy Advance, für den Nintendo DS, für den 3DS, für die Wii U und auch für die Switch Spiele gemacht, aber auch für die PlayStation 3 oder die PlayStation 4 zum Beispiel, haben also auch Auftragsarbeiten gemacht für andere namhafte Firmen, darunter zum Beispiel Eidos, Midway, Infogrames, Core Design oder auch Acclaim. Ja, was kennt man von denen ansonsten? Zum einen natürlich den Nachfolger zu diesem Spiel hier, Iridion Teil 2. Den werden wir uns dann auf jeden Fall in einer der nächsten Sendungen zusammen noch anschauen. Der ist nämlich auch sehr cool, weil er auch eine andere Spielmechanik hat als der erste hier. Ansonsten haben sie die Lizenzversoftung von Captain Blaubeer und der Biene Maya zum Beispiel für den Game Boy Advance gemacht. Die haben für den Nintendo DS Nano Stray 1 und 2 gemacht. Für den 3DS gibt es eine Reihe Nano Assault. Das sind alles Shoot-em-up-Spiele. Und so die letzten Sachen waren jetzt Fast RMX. Das ist quasi ein Spiel im Stil von F-Zero und Wipeout, also ein Antigravitationsgleiterrennen, um das schöne Wort wieder zu zitieren. Und das letzte jetzt war für die Switch The Tourist, ein Adventure-Spiel. Ja, das Publishing hier von dem Spiel hat, hier vorne sehen wir sie auch, in Europa die Firma THQ übernommen. Die gab es von 1989 bis 2013. Und die haben ursprünglich im Spielzeugbereich gearbeitet. Die Abkürzung THQ heißt auch Toy Headquarters. Und die sind dann erst 1994 quasi in die Videogames-Branche gegangen, sowohl als Publisher als auch als Entwickler. Und ja, die haben mehrere Niederlassungen gehabt in USA, in Deutschland und in der Schweiz. Und 2013 ist dann der Mutterkonzern in den USA pleite gegangen und insolvent gewesen und wurde dann, ja, man kann wirklich sagen, zerschlagen eigentlich, weil alle diversen Studios aus der Firma wurden dann inklusive der Lizenzen an ganz unterschiedliche Firmen dann verkauft, darunter Teile an Sega oder auch an die Koch Media Gruppe hier in Deutschland oder auch an Take-Two Interactive oder Infogrames zum Beispiel auch. Und die Namensrechte an THQ, die gehören seit 2016 wohl der schwedischen Embracer Group und die haben ihr Publishing-Studio Nordic Games in dem Zuge dann auch umbenannt in THQ Nordic, die es auch bis heute gibt. Ja, von THQ kennt man auch jede Menge Sachen, unter anderem zum Beispiel viele Wrestling-Spiele. THQ hatte sehr, sehr lange die World Wrestling Entertainment Lizenz, bis sie pleite gegangen sind. Dann ging das Ganze ja an 2K. Auch hier nochmal hier das Road to WrestleMania für den Game Boy Advance, auch von THQ. Dann haben sie das hier gepublished, Revenge of Shinobi, auch für den Game Boy Advance. Oder ein Spiel, was wir euch in einer unserer allerersten Folgen hier mal vorgestellt haben, Star Wars Jedi Power Battles, auch für den Game Boy Advance hier. Ja, dann sehen wir hier auf der Verpackung meine ich natürlich, noch eine Firma, so.
Das ist Majesco Entertainment. Die gibt es immer noch. Die gibt es schon seit 1986. Ich bin mir nicht ganz sicher, warum die auf der europäischen Verpackung hier mit drauf sind, denn die haben eigentlich meines Wissens nur das Publishing in Amerika übernommen für die amerikanische Version des Spiels. Die könnte man eventuell noch kennen durch den Release des Sega Genesis Teil 3, nicht Teil 3, des Sega Genesis 3. Das ist in Amerika eine Veröffentlichung gewesen von einer ganz abgespeckten Mega Drive-Variante quasi. Das wird auch als der Hockey-Puck manchmal scherzhaft nur genannt. Das Ding ist wirklich gerade mal so groß gewesen, glaube ich. Hatte auch nicht die Add-ons, wie das zum Beispiel das Mega Drive 2 hatte oder das 1er auch, um da jetzt ein Mega CD anzuschließen. Also das ist wirklich so, ja, fast wie ein portables Gerät eigentlich. Man kann einen Stromteil dran machen und zwei Controller und das war es im Prinzip. Und den Anschluss an den Fernseher natürlich noch. Ja, und ansonsten könnte man von denen noch kennen das Remake von A Boy and His Blob. Das ist ein ganz bekanntes David Crane-Spiel aus den 80ern gewesen. Ansonsten Blood Rain noch. Oder auch ja, die ganzen Nano-Geschichten hier von Shinen, also Nano Stray, Nano Assault, die haben die auch alle mit gepublished. Aber wie gesagt, eigentlich haben sie meines Wissens mit der europäischen Version nicht wirklich was zu tun. Weiß man natürlich jetzt nicht, was da vertraglich dann irgendwie vereinbart ist, dass sie dann irgendwie doch mit draufgedruckt werden müssen, auch auf den europäischen Release hier, ne? Ja, die Story hier von Iridion 3D ist eigentlich relativ simpel, wie bei fast allen Ballerspielen oder Shoot'em-ups besser gesagt. Und zwar hat das böse Iridion Empire hier die Erde angegriffen und unterjocht und wir fliegen jetzt mit unserem Raumschiff quasi los und müssen die Erde wieder befreien. Wir starten da in so einem Schrott-Abfall-Tunnel, durch den wir erstmal entkommen müssen. Wir müssen dann durch verschiedene Planeten oder über verschiedene Planeten fliegen, bis wir dann in der Iridion-Galaxie angelangen und müssen da an jeder Stage am Ende auch einen Endgegner besiegen. Generell haben wir hier eine reelle 3D-Umgebung, deswegen auch hier natürlich die Bezeichnung Iridion 3D. Das ist sehr cool gemacht. Das Raumschiff hat 4 Waffenmöglichkeiten, also extra Waffen, die wir auch ein bisschen aufleveln können, um einen besseren Schuss zu bekommen. Und insgesamt gibt es hier in dem Spiel 7 Stages, die, wie gesagt, jeder einen Endbosskampf am Ende haben. Und es gibt ja auch eine Passwortfunktion, was auf jeden Fall nicht schlecht ist, denn das Spiel ist relativ schwer. Ja, und dann kann man noch dazu sagen, dass hier bei der Musik die sogenannte GAX-Engine oder Sound-Engine benutzt wurde. Das ist eine hauseigene Entwicklung von Shinen. Und die ist vor allem gut, weil sie wenig CPU und wenig RAM wohl verbraucht. Das heißt, man kann sehr platzsparend Musik hier auf dem Game Boy Advance machen. Ja, die verschiedenen Coverversionen des Spiels brauchen wir uns diesmal gar nicht anzuschauen. In Japan ist das Spiel nicht erschienen und die amerikanische Version des Spiels benutzt hier 1:1 genau das gleiche Cover. Lediglich ist da dann natürlich wieder das Nintendo Seal of Quality wieder ein bisschen anders, beziehungsweise halt in diesem Oval, ne? Ja, ansonsten ist die Verpackung sehr, sehr cool, finde ich. Wir haben hier den Hinweis Only for Game Boy Advance, haben wir dann die entsprechenden Publishing-Firmen und den Entwickler drauf. Was hier die Firma Pipe Dream Interactive mit zu tun hatte, konnte ich überhaupt nicht rausfinden. Haben mir vorher auch nichts gesagt, ist wohl auch ein Publisher. Aber wie gesagt, vielleicht sind die für den Release in Frankreich, England oder Spanien dann irgendwie noch zuständig gewesen. Das lässt sich aber heute natürlich jetzt nicht mehr wirklich rausfinden. Aber auf jeden Fall sieht man schon, das Spiel ist echt von der Grafik her wunderschön und zeigt echt auch, was hier im Game Boy Advance echt alles drinsteckt. Wenn ihr das Spiel nicht kennt, ihr werdet echt begeistert sein. Das ist echt richtig cool. Ja, das Einzige, was ich schade finde, ist, dass an den Seiten hier nirgendwo der Schriftzug mal richtig groß drauf ist, wenn das dann so im Regal steht hier. An der Seite hat man halt hier überall diesen Nintendo mit den ganzen Verpackungshinweisen irgendwie drin und dann hat den Schriftzug des eigentlichen Spiels relativ klein. Also das finde ich ziemlich schade. Ich habe das immer ganz gern oder zumindest irgendwie hier oben drauf oder hier unten drauf könnte man es ja auch dann nochmal groß draufdrucken, dass man sich wenigstens so schön ins Regal stellen kann. Aber wie gesagt, das ist natürlich auch Jammern auf hohem Niveau irgendwo. Ja, dann haben wir hier das Cartridge in einer kleinen Plastiktüte. Dann haben wir hier die Verpackung so gelayoutet, dass hier eine ja, eingearbeitete Lasche im Prinzip ist, ja, wo das Modul drin steckt. Dann schauen wir mal hier noch rein. Dann haben wir einmal hier Verbraucherinformationen wieder, die eigentlich kein Mensch braucht. Und dann unsere Anleitung. Die ist mehrsprachig. Hier vorne ist erstmal eine Bestellkarte drin. Join the THQG Club Advance. Mal gucken, was das hier ist.
Your own, by joining the G Club Advance, you will receive your own personal membership card with unique members number. Mhm. Dann die Fun G Club Advance, den Fun G Club Advance Sticker. Dann ein Unique Parent Out Bedroom Security System. Das ist bestimmt sensationell. Das war bestimmt irgend so ein tolles Schild, was man sich ans Zimmer machen konnte. Und a Quarterly G Club Advance Fanzine, which includes news on upcoming releases, classic game reports and much more. And lots more freebies, offers and fun stuff. Ja, sehr schön. Ja gut, und das war aber, glaube ich, ausschließlich hier Sheffield, das ist natürlich England. Und hier unten steht es auch, sorry, but the G-Club is currently only open to residents of the UK and Ireland. Also selbst in Deutschland hätte man dann keine Möglichkeit gehabt, hier in diesen G-Club zu kommen. So, wir gehen mal zu unserer deutschen Anleitung. Die finden wir ab Seite 45. Hier haben wir erstmal eine kleine Einleitung. Ihr seht schon, das ist sehr übersichtlich, was hier über die Geschichte geschrieben ist. Dann hier eine, die Vorbereitung und die, ja, die Tasten, die wir natürlich am Gameboy haben. Dann die Raumschiffsteuerung ist relativ simpel. Wir haben hoch, runter, links, rechts und mit der Taste A können wir schießen. Das ist dann aber auch schon alles. Und dann hier, was wir am Startbildschirm haben. Wir haben ein paar Optionen, die wir einstellen können. Wir haben ein Passwort. Es gibt hier auch sehr, sehr viele Cheats, die man hier im Spiel einstellen kann. Das finde ich sehr, sehr cool. Man kann bestimmte Sachen auch per Cheat freischalten. Da werde ich euch gleich auf jeden Fall ein bisschen was zeigen. Unter anderem kann man sich nämlich anstatt der anfangs gerade mal 3 vorhandenen Leben, kann man sich hier 13 Leben geben. Und das sollte man irgendwie auch tun, weil das Spiel ist echt, echt nicht ohne. Ja, dann hier die Standardoptionen, die wir hier im Optionsmenü einstellen können, wie man das Passwort eingibt. Hier auch nochmal was über den Passwortbildschirm. Dann die Anzeigen im Spiel ist relativ einfach. Wir haben hier unsere Leben, haben hier unseren Punktestand und hier die Energie unseres Schiffes. Mehr gibt es auch nicht. Dann haben wir hier diese Kugeln, das sind die sogenannten Waffen-Power-Ups und je nach Farbe leveln wir dann eine andere Waffe aus dem Raumschiff auf. Wobei man gleich dazu sagen muss, das ist ein bisschen Vorsicht geboten, denn wenn man die Farbe einer Waffe auflevelt, zum Beispiel jetzt rot und da sammelt man 3 Orbs ein oder 2, dass die Waffe besser ist. Man sammelt danach aber zum Beispiel einen gelben ein, dann ist dieser gelbe Schuss aktiv, aber auf der niedrigsten Stufe. Ja. Da muss man immer ein bisschen aufpassen. Also es lohnt sich auf jeden Fall, möglichst pro Level nur auf eine Waffe sich zu konzentrieren hier. Ja, dann haben wir hier eine kleine Erklärung der Stufen. Flucht durch den Entsorgungstunnel, das Wort ist mir eben nicht eingefallen, genau. Genau, dann haben wir hier auch eine fantastische Stage, Nahkampf über dem Pazifischen Ozean, Luftkampf über den Wolken ist Stage 3, die ist auch toll. Moon Assault, bis dahin bin ich bis jetzt gekommen, Angriff auf den Mond. Aber die anderen könnte man auch per Cheat nochmal reinspielen, die Level, werde ich gleich mal schauen, ob ich euch die dann zeige. Der Asteroidengürtel im äußeren Weltraum, dann haben wir hier die Heimatbasis Iridion und den Planet Iridion nochmal. Sehr schön gelayoutet, finde ich hier. Sehr, sehr schön. Ja, die Iridion-Bedrohung, hier haben wir dann die verschiedenen Gegner, die uns erwarten, mit einer ganz kurzen Beschreibung dazu. Ja, geht hier dann weiter. Und dann haben wir hier die Iridion-Festungen, das sind quasi jetzt nochmal die Endgegner hier. Refusor, den werden wir auf jeden Fall gleich sehen, der ist sehr, sehr cool, weil sich der komplette Raum dreidimensional dreht im Hintergrund, das ist richtig cool gemacht. Wie heißt der hier? Cytector. Auch ein riesiges Wasserraumschiff, das ist auch sehr, sehr cool. Ja, alle hier, wie gesagt, nochmal vorgestellt. Dann haben wir hier hinten ein paar Tipps und Tricks für das Spiel. Und dann hier nochmal eine Seite über den Kundenservice von THQ. Und das war es im Prinzip auch schon wieder. Eine Sache zeige ich aber trotzdem noch auf der allerletzten Seite, hinter der letzten Anleitung der letzten Sprachfassung haben wir hier nochmal die Credits drin, einmal von Majesco Incorporated, die ja wie gesagt eigentlich der Publisher der amerikanischen Version sind, und dann hier Schienen Multimedia, haben wir ein Programming und Music and Sound Effects Manfred Linzner, dann haben hier noch der Florian Freisleder und der Javier Alcanis die Grafiken gemacht und die Tools hat Bernhard Wodok gemacht, genauso wie das GAX Soundsystem hier. Also überschaubar. Und die Majesco weiß jetzt gar nicht mehr, die Seite von Shinen gibt es aber auf jeden Fall noch, die Entwicklerseite. Ja, und ganz hinten haben wir auch nochmal eine kurze Werbung von Majesco und THQ für die G
Game Boy Advance Versionen von Earthworm Jim, auch ein sehr, sehr cooles Spiel, zumindest auf dem Mega Drive habe ich das sehr, sehr gern gespielt. Und von Pitfall the Mayan Adventure ist auch ein richtig cooles Spiel. Ja, dann, bevor wir kurz starten, nochmal was zum Preis. Das Spiel kostet so ungefähr an die 30 Euro heute. Den Teil 1 hier kriegt man auch relativ häufig noch. Ja, im Prinzip wird einem auch eigentlich das Modul reichen. Wie gesagt, das Spiel ist eigentlich ziemlich selbsterklärend. Ja, dann starten wir mal auf in den Kampf gegen das böse Iridion Empire mit Iridion 3D für den Game Boy Advance. Viel Spaß! Iridion 3D is a registered trademark of Majesco Sales Incorporated. Und da muss er auch MSI Majesco Sales Incorporated. Der Entwickler Schienen. Dann kriegen wir hier ein kurzes Intro angezeigt. Ich glaube, das habe ich mir tatsächlich auch noch nie angeguckt. Ja, sehr cool. Sehr schönes Intro, finde ich. So, wir sind im Hauptmenü, haben hier einmal die Möglichkeit, Optionen einzustellen und ein Passwort einzustellen. Ich hatte schon mal gesagt, es gibt hier diverse Cheat-Möglichkeiten. Die werden wir jetzt auch ganz kurz mal ein bisschen ausprobieren. Zum einen gibt es hier das Passwort Gallery, um eine Bildergalerie freizuschalten. Und hier ist es so, dass alle Vokale quasi durch Zahlen, Entschuldigung, ersetzt werden. Also das A jetzt durch die 4 zum Beispiel, LL, dann das E durch die 3, dann R und Y und vorne und hinten hier bei dem Spiel jeweils einen Stern. Und wenn wir jetzt auf OK gehen und dieses Geräusch hören, dann hat der Cheat funktioniert. Und dann haben wir jetzt hier eine kleine Bildergalerie. Mit der Taste A können wir hier uns das nächste Bild angucken. Taste B nochmal das vorherige und mit Start kommen wir hier wieder raus. Ganz nett auf jeden Fall. Ein paar Gegner hier. Close-ups. Ja, die werden wir hier, diese drei Strahlendinger werden wir schon im ersten Level gleich sehen. Das ist unser Raumschiff. Sehr schön. Gut, ich werde jetzt nicht alle hier durchgucken. Ja, und dann haben wir hier noch die Möglichkeit, ich zeige erstmal die erste Möglichkeit, wenn wir das Passwort Invisible nehmen. Jetzt bin ich schon in die Optionen reingegangen. Jetzt seht ihr es wahrscheinlich schon. Nee, noch nicht. Okay. Ja, dann können wir es aber ganz kurz mal durchgehen hier. Music Volume könnten wir hier uns selbst nochmal mischen mit dem FX Volume. Dann haben wir Musiktest, FX-Test, den wir machen können. Reverse Control bezieht sich auf die Hoch- und Runter-Tasten hier auf dem Pad. Das heißt, standardmäßig ist es so belegt, wenn ihr nach oben drückt, dann fliegt das Raumschiff auch nach oben. Wenn ihr nach unten drückt, fliegt das Raumschiff auch nach unten. Das könnte man hier jetzt umdrehen, dass man, wenn man nach oben drückt, das Raumschiff nach unten fliegt. Gibt bestimmt Leute, die das irgendwie besser finden. Ich lasse es persönlich immer so, wie es ist. Also wenn ich nach oben drücke, soll das Raumschiff auch nach oben fliegen. Und dann hätten wir hier nochmal den Game Mode. Den stellen wir auf jeden Fall nicht auf hart, denn das Spiel ist so schon schwer genug.
Genau. Je nachdem, wie weit ich komme, werden wir nachher auch nochmal in tiefere Level reingucken, in spätere. Da gibt es auch zwei Passwörter für. Aber jetzt machen wir mal ein Passwort mit dem Namen Invisible. Dadurch kriegen wir nämlich anstatt der 2 Leben, die wir am Anfang haben, kriegen wir 13 Leben. Denn ihr wollt ja auch ein bisschen was sehen hier von dem Spiel. Und ansonsten kann es sein, dass wir nur bis Level 2 das Ganze sehen. Es ist nämlich wirklich nicht einfach. Genau, B, dann L und 3. Und den Stern natürlich. So, Stage 1, Escape through the Disposal Tunnel. Genau, die Anzeige, jetzt ist es aber doch irgendwie reversed, komischerweise. Dabei stand es im Menü ja eben noch nicht als reversed. Merkwürdig. Vielleicht ist es aber auch ein Problem dieses Cheats hier, dass die Steuerung so entsprechend eingestellt ist. Das könnte sein. Also normalerweise müsste die Steuerung auf Standard so sein, dass wir nach oben fliegen, wenn wir auch nach oben drücken. Tja, ihr seht, wir haben hier einen grünen Schuss im Moment. Auch das ist mit Sicherheit jetzt dem Cheat geschuldet, den ich benutzt habe. Normalerweise fangen wir nämlich mit dem roten Schuss an. Und ihr seht schon, das Level ist halt richtig cool. Es scrollt so ein ganz kleines bisschen mit, nach links, rechts, oben und unten noch. Das ist auf jeden Fall sehr cool gemacht. Und auch das Raumschiff sehen wir hier ein bisschen weiter von unten. Und wenn wir ganz unten sind, sehen wir das ein bisschen weiter von oben. Ganz toll gemacht auf jeden Fall. Ja genau, links oben haben wir jetzt die Anzeige der verschiedenen Leben, die wir haben. Oder der Anzahl der Leben, besser gesagt. Ich versuche jetzt auch mal hier den zu nehmen, damit ich etwas besser zurechtkomme. Rechts daneben sehen wir die Punkte und rechts daneben ist unsere Energieanzeige. So, und durch den Teil hier bin ich noch nie unbeschadet durchgekommen. Es geht für mich ja schon fast so in die Bullet-Hell-Richtung hier. Hier ist es wahrscheinlich nicht. Ich bin wahrscheinlich einfach nur zu unfähig, das zu machen anständig. So, hier sehen wir jetzt einer, der blinkt. Da müssen wir Glück haben, dass wir hoffentlich im Roten sind. Glaube ich nicht, aber egal. So, hier müssen wir die 4 Teile abschießen. Das schaffen wir jetzt schon nicht mehr. Nein. Damit das Energieschild hier weg ist. So, die kann man auch in der Mitte kaputt schießen. Die Teile. Ja, ich tue mich, wie gesagt, ein ganz kleines bisschen schwer mit der Steuerung gerade. Dadurch, dass sie hier doch mit hoch und runter gedreht ist jetzt. So, hier müssen wir auch auf die Mitte schießen. Oder versuchen, möglichst in der ständig vorbeizufliegen oder so, genau. Aber wie gesagt, das mit der Untersteuerung ist natürlich den Schiff jetzt gekommen. Probiert es einfach aus, wenn ihr das Spiel habt. Müsste aber wie gesagt standardmäßig andersrum sein. Genau, Level 1 ist hier wie gesagt die ganze Zeit durch diesen Tunnel durch. Mit einer extrem geilen Musik, wie ich finde. Und mit dem Schuss, das muss man so ein bisschen auch ausprobieren, was einem dazu sagt. So, jetzt nicht den grünen aufnehmen, wie gesagt, weil ansonsten würde der auf Stufe 1 wieder sein dann. Genau, so, jetzt mal durch das Schild gut durchgekommen.